Jonglieren! Soll ich euch ein Gaukelwerk zeigen an dieser Stätte? Ja! Scheiße! Die Kinder lernen hier fürs Leben, Brunhild. Nun, dann werde ich's wagen, Wertes und Ehrenreiches. Ich werde für euch nun, das dauert jetzt den Augenblick, ich muss erstmal hier. Ach was, Haare flechten. Da muss man die Arme hochkrempeln, wie der Lukas Polski immer sagen tut. Ne? Arme hochkrempeln. Und vorm Tor, da denke ich nicht, denke generell nicht. So, jetzt ist es gleich soweit, dass ich euch die Kund ans Ohr tradieren könnt von meinen weiten Reisen über diese allzu flache Erdenscheibe. Aber zuerst gehe ich meiner Lieblingsbeschäftigung nach. Mir einen Korb geben. Und diesen Korb, den habe ich mitgebracht aus einem Lande, das einem jeden von euch wohl bekannt. Denn dieses Land trägt den Namen Gallien. Und von Dochtens. Siehste? Dochtens gefüllt hat der Gallier mir diesen Korb bis zum Rande mit kleinen, runden Etwassen. Kleine, runde Etwasse, die der Gauklein, der Gallier, in seiner Einfältigkeit einfach nur Bälle nennt. Daher kommt auch der Ausspruch de Bello Gallico. Ja, ich merke, da trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen. Aber wie mir scheint, wir beide haben die Lateinschule besucht. Ich für meinen Teil 7 Jahre lang. Dieselbe Klasse. Aber ich ließ mir in einem schlauen Buch vorlesen, das geschrieben stand, Gallia est in omnis divisa in partes tres. Und deshalb habe ich für euch diese tres. Diesen ganzen Arschlochbälle mitgebracht. Und so werde ich nun für euch den Kampf wieder die Schwerkraft wagen, oder um es mit den Worten von Galileo zu sagen, der Apfel fällt nicht weit von Stammheim. Seht, dass ich eine gewisse Anzahl kleiner Runde etwas in meiner rechten Hand halten vorstehe. Einen platziert auf meinem Haupte, damit er sich betrachten kann, was die zwei anderen in meiner rechten Hand den Mittag über vom Stapel zu lassen die Stirn haben. Ja, super. Alle oder keiner, Leute. Nun seht, wie sich langsam annähert. Jener hier den Farben des Rekordmeisters der Ballspiele gewandelt, um sich zu betrachten, dieses Szenario von der linken Seite, alsbald von oben und schließlich von allen Seiten. Ja, ich weiß, das beeindruckt. Ja, danke. Also ich glaube, ich muss da mal was erklären. Leute, wenn ihr denkt, im weiteren Verlauf des von mir Gezeigten in eure Hände klappern zu wollen, dann bitte beachtet folgende Regularien. Ad primum, wieder für die Lateiner unter uns, Akkusativ Neutrum, erstens, klappert an den dafür vorgesehenen Stellen und ad secundum alle gemeinsam. Das spart Zeit und klingt nicht so sehr nach Mitleid. So, wo war ich stehen geblieben? Etwas ja, kein Schwein aufgepasst. Ja gut, hier, so. Wohl so betrachtet er sich dieses Unterfangen von allen Seiten und zwar so lange, bis der Moment gekommen war, sich seine Gedanken zu machen. Gerne nämlich wollte er teilhaftig sein im munteren Reigen von drei fliegenden Bällen. Und so sprach er also dann, ich dräng einfach einen raus. Doch was dem einen recht, war dem anderen billig. So kam es zu dem munteren Raustreiben von einem Ball durch die nächsten. Das wiederum mache ich jetzt so lange, bis ihr in die Hände klappert. Sagenhaft. Hab Dank, das ging schnell. Eure Spontanität ehrt euch, kommt für mich aber auch ein klein bisschen überraschend. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe dasselbe Kunststück vor gar nicht langer Zeit im entlegenen Bayernland gespielt. Oh, wie lang? Ja, da ließ er mich 3 Stunden auf Handgeklapper harren. Deshalb mal die Frage in eure Runde, haben wir Bayern zugegen am heutigen Tage? Wer wirklich keine da oder trauen die sich wieder nichts zu sagen? Sonstige Randgruppen vertreten, Saarländer oder ähnliches? Nee, dann wird's noch ein schöner Tag. Aber so leiht mir noch einmal eure Aufmerksamkeit, wertes Volk, auf das ihr sehen möget, was geschah, als die Bälle begannen rückwärts zu fliegen. Hierbei nämlich kam es alsbald vor, dass der eine oder andere aus der Reihe tanzte, die Flugbahn der anderen
durchkreuzte. Und nur mit etwas Glück und gutem Willen kam es, dass alles wieder in geordneten Bahnen lief. Ja, hier lasse ich euch wieder den Augenblick Zeit für eine spontane Reaktion. Jubel! Jubel! Danke, danke, reicht auch schon. Ich bin ja genügsam. Ja, nee, ich lachen auch. Wenn man sich das mal genauer betrachtet, dann läuft so ein Szenario meist nach dem selben Schema ab. Ne? Wir sagen, ich stehe hier oben, jongliere mir einen Wolf. Ihr da unten schlagt euch die Hände wund, die Zeit verrinnt und ich denke, sind wir doch mal ehrlich, ich denke, ihr wollt heim, ich will heim. Was soll der Quatsch? Aber nicht bevor ich euch gekündet, wertes Volk, was sich einst hat zugetragen, jenseits des Mare. Gerade mal eine Frage zwischendrin, mein Held, sag mal, hast du Spaß? Hast du Spaß? Ja? Ja, dann sag's doch mal deinem Gesicht. Aber so will ich euch Kunde bringen, was der einst sich zugetragen jenseits des Mare Britannicum. Doch dann wurde ich Zeuge, wie ein Beutelschneider sein Unwesen trieb. Selbigen kannte man, weil er nämlich nahm das Geld von den Reichen, es verteilte unter den Armen. Gut, gebt zu, war wieder für Leute mit Schulbildung. Aber dieser Recke war einer der guten Sorte. Viel schlimmer waren nämlich die, welche die Steuer eintrieben. Denn die nahmen das Geld mit beiden Händen. Die warfen es auch in der Tat mit beiden Händen wieder raus. Ein Zustand, den ihr wohl kennt bis in eure Zeit. Jubel! Ihr seid ja echt leicht zu begeistern. Nun, aber diesen Zustand kennt ihr wohl bis in eure Zeit hinein. Und blicken wir doch mal gemeinsam ein paar Jahre zurück. So denke ich, dass der ein oder andere unter euch sich noch erinnert an die, die mit den buschigen Augenbrauen im Volk umherweigelten. Gut, ich gebe zu, die Zeiten änderten sich, wurden unzüchtiger, es eichelte dann einer durch die Gemarkung. Und heutzutage kann man sich kaum einen Reim drauf machen, heutzutage, da schäubelt einer durch Deutschland. Weiß, klingt komisch, ist aber so. Und ihr sollt wissen, Volk, wenn heutzutage in Deutschland einer schäubelt, das klingt nicht nur anders, das sieht auch anders aus. Schäubeln in Deutschland sieht ungefähr so aus. Doch so gab es schon im frühen Mittelalter wesentlich schlimmere, die sich auf der Erdenscheibe tummelten. Und wenn ich mich hier umschaue, sehe ich sie sogar mitten unter euch an dieser Stätten weilen. Und ich meine jetzt nicht die kleinen Kindlein. Auch meine ich nicht die kurzgeschorenen Leibeigenen. Nein, die Rede ist jetzt und hier einzig und allein von den Weibsleuten, weil die nehmen das Geld gerade von da, woher sie es kriegen können. Tada. Wollt ihr noch mehr sehen? Ja. Was war das? Wollt ihr noch mehr sehen? Ja! War doch nicht so. Gut, dann werden wir jetzt das tun, was der Gaukler am liebsten tut um diese Stunde. Schauen wir Genitalien. Malonius! Da! Schauen wir nach Genitalien. Nach Italien! Gut, nee, machen wir es anders. Wir machen nun eine Reise, wertes Volk, in das Land, aus dem die Schwalben stammen, zumindest im Fußball. Wir reisen nach Italien und dort angelangt werdet ihr merken, dass der Italiener ein ganz anderes Muster strickt. Denn für gewöhnlich jongliert er zwei rechts, zwei links, einen fallen lassen. Und das, weil der Italiener der einzig mir bekannte Mensch der Erdenscheibe, der sich in der Lage sieht, eine Jonglage zu beginnen mit zwei Bällen in einer Hand. Um überzugehen in eine Jonglage mit zwei Händen und vier Bällen. Und so, Malonius, vor den zahlreichen jungen Frauen und den Kindlein. Ich sag's dir nochmal, die Kindlein lernen hier fürs Leben und den mannigfach anwesenden Jungfrauen. Ich sag mal, ehemalige eingeschlossen. Euch kann ich beruhigen, was ihr gerade gesehen habt, das war keine Unzucht, das war Kleinkunst. Ja. Und jetzt will ich es aber wagen, vor euren Augen, wertes Volk von hier, auf diesem Podium, jetzt vier Bälle zu jonglieren. Nee, war jetzt die falsche Reaktion von euch. Wenn ich euch jetzt die Kunde trage, dass ich vier Bälle jongliere, so geht ein Raunen durch die Masse.
Reaktion war jetzt sehr gut hier vorne rechts, aber leider zum falschen Zeitpunkt. So, merke noch einmal auf, ich ansage hier spontane Reaktion. Seht Ingo Klamalonius aus dem Fragenvolk Dopo Domani und vor euren Augen vier Bälle. Oh. Hört ihr, Extremdynamiker da vorne. Den hast du ja bezahlt. Den habe ich bestochen. So, und wird das Volk in der Tat, ihr geht ruhig weiter, gibt hier nichts zu sehen. Ich mache das auch nur für den Ruhm. Ruhm und Ansehen. Und für Kohle. So, ich lasse fliegen, vier der Bälle. Und da fällt mir ein, dass ich neulich im Bayernland aufspielte in einer Manufaktur. Doch nicht dafür, Leute. Das ist doch ein billiger Trick. Aber gut bezahlt. So, in einer Manufaktur für neumodisch stinkende Kutschen spielte ich auf im Bayernland. Der Name ist eine Abkürzung, drei Buchstaben. Heißt ausgeschrieben bei Mercedes weggeworfen. Es gibt auch eine polnische Übersetzung, die heißt bald mein Wagen. Und da habe ich ein Kunststück entdeckt, rübergerettet bis hier nach Bingen auf der Burg. Ich sage den Namen nicht, bin Schalker. Das Kunststück sieht so aus. Otto Motor. Na gut, lass ich nächstes Mal weg. Aber nun wäre es wacker und redlich. Ihr könntet die Hände aus den Säckeln nehmen und diese rhythmisch zusammenschlagen. Könnte sein, dass da gerade so ein bisschen die Gäule durchgegangen sind. Aber es ist ja eiskalte Fluss. Wir sehen schon, an jeder Schritt muss bei dem Rhythmus, guck mal hier weg, ein Vergnügen sein. Und drum nehme ich das letzte meiner Flugobjekte hinzu und werde vor euren Augen eins, noch eins und noch ein paar andere. Ganz viele, ja. Ich, ja, werde nämlich jetzt für euch so viele Bälle jonglieren. Oh! Nee, war jetzt die falsche Reaktion. Wir haben eine Steigerung. Nee, das ist Frau Raunen. Guck mal, die geht gerade durch die Menge. Nee, die richtige Reaktion wäre jetzt gewesen, dass ihr komplett ausrastet. Also jubelt, wie ihr noch nie gejubelt habt. Kleine Kinder sollen durch die Lüfte fliegen. Normalerweise prasseln Münzen vor unseren Füßen hernieder. Die Männer ziehen zu Terrain, die großen Kugeln mit ihren